Nee, 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 nee. Okay, das können wir ja auch schon. Nicht mal so lange her. Elf Schuss, naja. Da stand doch hier gleich einer. Da stehen gleich zwei heute. Ein bisschen den Finger ziehen jetzt. Direkt wartet nämlich. Bleib doch liegen. Was denn den Sack jetzt hingetan? Hier hin. Na. Hier ist nochmal Gummi, Kunststoff. Das war kein Kunststoff. So jung. Da guckt mich doch so eine blaue Mitte an. Toll. Ah, ist halt befallen. Ne? Nee, 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 du explodierst nicht. Entschuldigung. Mann, war ein Frosch im Hals. Ein Smoothie. Ja, ich nein damit. Wir waren jetzt nur befallen. Ne? Säubere das Gebiet, okay. Na, das müsste ja reich fix gehen. Dann lass mich nochmal schnell raus und dann nimmst du meine andere Knarre. Wo bist du jetzt so schnell hergekommen? Hä? War der jetzt so schnell hinter mir her? Hä? Ich dachte, der hat eine Abkürzung genommen. Na, ich hätte gedacht, da wäre noch jemand dahinter, aber nee. Marine direkt wartet. Da siehst du doch nicht. Und noch mal hoch. Ich glaube, wir sind besser wie die, die wir haben, ne? Vielleicht sogar 0,4. Ich glaube, hier ist auch noch jemand dahinter. Ankommende Feinde. Perfekt zuvor. Der Einzelschutzmodus ist, naja, naja. So, mitnehmen. Und jetzt leider verschwindet die Bus. Ja, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Das ist natürlich nicht die. Oh ja, da ist so eine Dingsbums drin für den Schubsi. Hier steht das Auto.
Zum React, bitte schön. Diese. Kommen wir da zum Rücken, wo du jetzt lang fährst. Oh, gucken wir mal hin. War da jetzt eher ein Glückstreffer? Ich hab's gewusst. Irgendwann rammelt er das Ding um. So, das müsste aber jetzt letzte gewesen sein. Langsam letzte Zweier, oder nicht? Na, die nehme ich, ja. Hier haben wir nämlich so eine strukturelle Klammermund. Put away your weapon, unless you'd like to die in my store. Und nehmen wir Munition. Wir lassen den Stahl weg. Nehmen lieber das Buch und die Munition, ne? Holzsplittermund können wir auch noch nicht, aber den haben wir eben gerade gefunden. Na, da ist doch endlich. Eine Werkbank könnte ich mir nehmen. Taschenmotorrad. Ja, letztes Mal wolltest du mir es nicht geben, du. Gesicht. Alteisenrüstungspaket. So. Nun. Noch eine Werkbank? Ne, die haben wir ja schon. Noch ein Motorrad? Brauchen wir nicht. Agrarpaket. Können wir selber bauen. Wir können aber das hier nehmen. Na? So, jetzt. Zu wen schickst du mich? Schon wieder zum Hook. Nach Westen. Jetzt lass mich aber mal kurz. Erstmal hier. Sperre. Nix. Rotflinten. Auch wieder nix. Ja, der Reflexmod. Jawohl. Wir könnten aber hier mal öffnen. Wenn wir die Bücher verkloppen, was haben wir hier drin? Fertigungsbuch, was war denn da alles drin? Nur die Batterie. Das kann ich dann noch verkuffeln. Das Ganze zerlegen. Das können wir verkuffen. Das auch. Mehr war da jetzt nicht drin. Doch, Leute, ich dachte, da wäre ein Lenkrad drin. Oder sowas. So, die Sachen können wir jetzt auch dir nochmal alle geben hier, ne? Aber wenn ich dadurch jetzt Verlust mache. Wenn wir noch lesen. So, dann können wir uns nämlich jetzt den zweiten Geschützturm holen. Na, so, und du hast immer noch keine Solarfelder. Hast du vielleicht irgendein Drohnenbuch für mich? Auch nicht. Das ist aber schade. Das ist äußerst schade. Mal schnell durchlunsen. Kettensäge, leben Sie mal, habe ich nur schon genug. Erdpollen könnte ich natürlich auch noch bauen, ne? Da vorne hin. Da könnte ich aber die von mir nehmen. Ah, ist ein Bunker. Nee, du. Naja, Tsching. So, dann öffne hier mal. Schauen wir nach. Schon mal schlechter. Haben wir jetzt hier Rüstungen?
Ich habe jetzt auch Fertigkeitspunkte, ja, weiter. Strukturelle Klammermod. Können wir jetzt auch. So. Was haben wir denn jetzt überhaupt an? Eisenbahnschienen sind besser. Okay. Auch schlechter. Schlechter. Alles schlechter. Okay. Na, dann nehmen wir das mit rüber in oder verklüppeln es jetzt gleich. Ich habe da noch was für dich. Und ich möchte, dass du das jetzt sofort anziehst. Ich möchte dich mal sehen, wie du so aussiehst. Ich dreh mich auch um, wenn du es unbedingt willst. Naja, mal Schrotflintengewehr haben wir jetzt genug stehen. Da haben wir jetzt genug stehen. 9 mm. Kann man selber bauen. Müssen wir nur noch mal looten gehen. Hier lasse ich dir da. Fenster in Rohr. Jo. So sehe ich das auch. So, dann erstmal heim. Und dann mal zu dem nächsten Knilch fahren. Wo hat er mir den überhaupt hingesetzt? Na, falscher Knüpp. Wo hat er mir den überhaupt hingesetzt? Hier, wir sind doch von hier erst nach da gefahren. Hä? Hä? Wir sind von ihm hier runtergeschickt worden, von ihm hier rübergefahren worden. Jetzt schickt er mich wieder von da nach hier. Also da stimmt doch auch irgendwas nicht. Oh, 1% Auto, das ist schlecht. Also das verstehe ich jetzt nicht. Hm, schicken wir uns ja nur hin und her hier. Ich wollte bei denen aber nicht mehr questen. Hm. Und doch in der Wüste weitermachen. Oh, da war Stein. Na, versuch's mal. Das ist hier verfluchte Dreieck hier. Was geht zum einen Händler zum anderen? Ja, kannst du rumlöhnen, wie du willst, Drohne. Ich kann es nicht ändern. Gefallen tut mir das jetzt auch nicht. Könnte ich höchstens im Auto dahin fahren, das Auto vor dem Händler stehen lassen, das Bike einpacken und damit Motorrad hier dahin heizen, wo der immer questen will hier. Okay. Ja, ein Drohnen hänge ich nicht wieder fest, ja, weißt ja. Ja, ich war doch schon mal hier, wir kennen uns doch schon. Was hast du im Angebot? Na, das macht er auch noch gleich zu. Du hast auch keine Bücher für die Drohnen oder irgendwas. Nee. Oh, da kann man aber verschwinden. Nee, für dich quest ich nicht, hab ich schon mal gesagt. Mach deinen Scheiß alleine. Oder schafft ihr ordentlich die Questgebiete an? Falsche Richtung. Ich will jetzt nicht den sein Ding hier kaputt machen.
Falsche Richtung, habe ich eben schon mal gesagt. Hause ist andere Richtung. Da ist Hause. Muss ich nicht mal anlehnen. Mann, Mann, Mann. Schön, über der vorgeheizt. So, das heißt jetzt, das nächste Mal nochmal in die Mine und nochmal eine Kohlenmine suchen. Mal eine Mine gibt es da keine Kohle. Das ist das verfluchte Händlerdreieck. Ruhe, du bist aber noch da. Moin. Halt, langsam. Kannst du mal schaffen, mal ohne irgendwo mal anzuecken, mal hier, nicht rauszukommen. Habt irgendwie Sportwagen, wie gesagt, aber. Nee. Na, ohne anzuecken, hatte ich gesagt. Vorsicht, Dreh. Du bist. Also, ich wollte um dich drum rumfahren. Du bist mir reingelaufen. Ich wollte drum rum. Extra wollte ich hier noch ausweichen und so. Nee, diesmal nicht. Na, deswegen. Hier oder irgendwo davor. Wir müssen da rum. Hä, was ist denn hier passiert? War doch vorhin noch nicht. Oder? Und wie meine Einfahrt zerlegt. Okay. Mal alles reparieren, Mensch. Ein schönes Zuhause. Oh, schon zum Motorrad, ne? Muss meine Drohne? Noch da, gut. Nein. Nehmen wir alles mit. Wubbeliwupp. Entschuldigung. Schmeißen wir Kohle hinein. Jetzt schmelzt die erforderlich für Weißen. Achso, wir sind voll. Mist. Kannst du nicht die Kohle hier liegen lassen? Wie schmelzt die erforderlich für was denn? Zum Leben einschmelzen. Ein Stein. Brauche ich doch keinen Schmelztiegel.
Oh, die andere Batteriekanzler, falsche Richtung. Ich muss hier rein. Genau, den Schubsi muss ich mir dann nochmal schnappen. Ah, da kommt dann das Ding rein. Das kannst du zerlegen. So, noch ein bisschen Blei. Ei, ei. Also Tabletten haben wir nur ausreichlich. Ich habe lange keine Kopfschmerzen mehr gehabt, ne? Löffelski, komm her, wenn wir schon einmal so ein Brot haben, schmeißen wir es mal mit hinein. Hast du alles fertig gekriegt? Na, siehst du. Dann hol mal aus den ganzen Kram. Wie du hier Wasser sammeln kannst. Ja, dann können sie gleich trinken. So, Papier kommt ja hier rein. Fleisch. Machen wir da eben dran. Jetzt einfach mal drauf gedrückt. Schaut's denn hier aus? Oha. Gehende Leere. Dosen hat man nur eine. Den werde ich gleich oben hinbauen. Messing war hier. Dann tust du den mal da hin. Nee, na doch. Machen wir noch mal ein bisschen Eisen. Oh Mann. Eisen schon wieder fast alle, ne? Da habe ich es aber hinten drin gehabt. Weil der Schmelztiegel da gerade drin ist. Ein Geschützturm. Würde Geier. Nützt mir hier eigentlich nichts. Jedenfalls nicht ganz oben. Hier vielleicht. Ja. Ich glaube, da müssen wir es nochmal erweitern. Ein Feld. Ein Feld erweitern. Weil da zwei hinstellen muss. Also quasi dahin. Ja, ich weiß. Wie weit gehen die Türme eigentlich? Dann stell die mal lieber so hin. Als wenn ich da unten stehe und die jetzt von da kommen, dass du die da gleich wegmachen kannst. Das ist jetzt so die Frage. Ne? Ja, bitte mal Eisen. Verdammte Axt, Mann. Immer muss euch was fehlen. Nehmen wir dann voll Eisen mit und Pflasterstein und Beton. Moment.
Die können wir auch noch irgendwo unten hinpflanzen, schnell mal. Und dann ist erstmal Schluss für heute. Ja, dann müssen wir dich noch anschließen irgendwie. Müssen wir noch mal eins hoch, dann kriegen wir den Anschluss dann. Ja. Das liegt nämlich im Auto. Management ist alles. Da liegt sie nämlich. So, das wollte ich dann gleich mal probieren, ob das in Schubli passt. Zange. Noch eins hoch. Eins runter meine ich. Zweite Etage. Den kann man wegknüppeln. Ich mache da noch einen Schutzturm drauf. Bringt er mir was dort? Na, eigentlich nicht. Na doch, hier rüberwärts vielleicht. So, kriege ich dich angeschließt von dem. Nach da hoch. Puh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das hinkriege. Mein. Wir müssen jetzt ganz hoch. Nur eins hoch und der reißt ab. Moment. Na, verdammt. Fast. Fast, aber nur. Fast. Bahnerei. Achso, du kannst ja nicht springen. Ja, machen wir das jetzt wieder. Und von hier komme ich nicht dran. Oh doch. Okay. Nee, kannst loslassen. Kannst hier. Genau. Entschuldigung. Dann beschützt der mich quasi eigentlich, wenn ich hier stehe. Weil der Kegel geht eigentlich noch genau bis dahin. Okay. Gut, ich meine, der Kegel geht aber auch ganz schön in die Breite. Und von oben sah das jetzt nicht so viel aus, ne? Wenn das so stimmt, sind wir hier eigentlich auch safe. Na gut, hier ist eine Grauzone, aber das macht ja nichts. Gut. Achso, die Klingenfalle wollten wir noch schnell irgendwo hinschlummeln. Die würde ich. Da passt es nicht dran. Hier könnten wir es eigentlich noch hinstellen, ne? Falls da einmal einer hier und so. Kommen von daher lang, ne? Dann haben sie hier immer noch davor gehauen. Da könnten wir hier dann auch noch eine hinmachen. Und hier könnten wir noch eine dran machen. Und da könnten wir noch eine dran machen. Wo ich dann immer schön lang ziehen kann. Hauptsache ich renne ich selber durch. Na? Ah, jetzt hat er mich gehört. Ding. Oh, ich glaube, dein Kopf hat sich irgendwas verdreht. So, hier unten, das muss ich noch machen, schnell. Mm.
ich so ein Gitter nein machen? Und da könnte ich von hier eigentlich, hatte ich ja gesagt gehabt. Aber dann sehen die es wieder als halben Block, ne? Wenn ich das jetzt hier, dann müsste ich das einmal komplett machen. Also so. Und das ist nämlich doppelt getroffen. Mach doch gleich mal 10 Stück. Hier unten dann auch gleich nochmal einen mit hin. Und dann auch gleich aufwerben, sonst vergessen wir es. Da wollte ich einen Maschinengeschützturm noch einstellen, ne? Oder ne, Schrotflintengeschützturm. Weil die sind ja hier ziemlich nah dran und dann bumm, bumm, bumm. Toll, also ich sag dazu nichts. Ich weiß nicht, warum man das erwerben kann. Auf Stein. Merkwürdig ist es schon. Eisen ist doch nur schon mal Eisen. Na, wenn das nicht wird, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, die schießen auch nur, weil die einen kleinen Winkel haben, eben nur mal ganz kurz, ne? Mache jetzt kein Dauerfeuer. Und dann kommt die ja da oben noch zum Einsatz. Und zur Not kann man ja überall noch welche hinbauen. Mal ein paar Dinger hier stehen lassen, was die dann noch so ein bisschen aufhält hier, ne? Und hier muss ich unbedingt was hinmachen noch, damit die hier nicht mir hier nicht hochspringen. Zeigt 100% und nur repariert trotzdem. Okay. Ich meine, das will ich ja so haben hier, weil die sich dann hier alle hier oben wieder sammeln. Also versuchen es zumindest. Dann müsste ich eigentlich, könnte ich, naja, müsste ich hier einen Geschützturm hinstellen. Zur Not. Wie wir denn da hinkommen? Aber ich meine, ist die ganze Wand ausgittern. Das sieht ein bisschen, naja, weiß nicht, komisch aus, aber okay. Gut, liebe Leute, von... Aha. So, dann können wir auch noch welche hinstellen, stimmt. Wir haben auch noch hier alles vollstellen. Zumindest hier welche hin und da welche hin, dass wenn sie hier vor die Wände haben wollen, erstmal da durch müssen. Und das läuft man hier einfach so, bis sie es eben weggerissen haben. Haben wir hier eigentlich irgendwas kaputt gemacht? Ne, ihr seid nur hier drüben drauf fixiert gewesen, okay. Aber warum? Eigenartig. Na gut, dann war's das erstmal. Dann schönen Dank fürs Zugucken. Juhu.
Dann gucken wir nochmal schnell nochmal unserem Challenger, was der macht. Naja, er steht noch vor sich hin. Machst du für komische Manöver? Hier raus, da rein, um da raus zu gucken, um wieder da raus zu kommen. Aha. Hast du jetzt geschafft? Ich wäre noch blöde mit dem Ding. Gut, wie man sieht, kriegt man zwei Geschützblöcke hinten. Ne? Ich muss den einen nur noch versetzen, ein Stück nach hinten. Ne? Oder wir lassen es einfach so. Tiefgarage muss ich auch noch da einfahrt. Ja, schade, ne? Haufen Zeiten eingesteckt und im Grunde genommen für nichts. Vielleicht hätte es ja geholfen, wenn ich den blöden Holzblock weggemacht hätte, dass sie da auch gar nicht versucht hätten, da fortzutippern. Nochmal, Junge, Junge. Ne? Keine Ahnung, früher war das Nonplusultra, wie gesagt. Da machen die Fallen scheinbar nicht mehr so viel Schaden, wie sie es mal gemacht haben. Und da hatten wir noch Zusatzzombies, die selber geschossen haben und was nicht alles. Mit Raketen geschossen haben und pipapo. Na gut, auf dem Server bist du nicht alleine, ne? Na gut, dann mal bis zum nächsten.